Hallo, hier vor der Schlangenbucht. Mazaron, Schlangenbucht, alles leer. So schaut's aus. Ein wunderschönes Platzl. Die viel umsagene Schlangenbucht ist das, aber leider Camping jetzt verboten. Einer der schönsten Plätze da in Spanien. Und so schaut's aus. Schlangenbucht 2024. Alles leer. Renate trotz dem Sturm. Da geht der Wind wieder ziemlich. Aber dafür geht der Strand ins ganz allein, gell? Ja. Die ganze Schlangenbucht für uns allein. Yeah. Alles verwaist auf der, in der Schlangenbucht. Alles leer. Schönes Platz, alle, aber Camping verboten. Kein Schwein da. Und jetzt gehen wir wieder weiter zur Ziegenwiese, weil da immer Nacht mal. Also dann, das war's von der Schlangenbucht. Oh, hier vor der Mine in Mazaron. Machen wir Erkundungstour heute. Alte Silber- und Eismine oder was da war. Ein riesen Gelände. Viele alte Gebäude. Verfallene. Kann man frei zugänglich, ist da überall, kann man überall reingehen. Aber noch mehr gehen, nicht mehr fahren. Einfahren kann man nicht mehr. Haben sie die ganzen Zufahrtswege zublockiert. Und jetzt geht's da weiter. Und dann schauen wir da. So schaut's da aus. Aber sehr interessant. Eine zweite Frage. Ah, gut, da kann ich schon vorgehen. Da ist nichts, da geht es in der Ruhe, da geht es da nachher vorne weiter rein. Alle Farben spielst du da, gell? Thank you.
Lost Place in Mazaron. Ein Riesenareal zum Erkunden. Weißt du, Alter, vor der Schacht. Möchte nicht wissen, wie weit es da geht. Alle Fälle sehr beeindruckend da, die Mine. Gibt viel zum Entdecken. Stehen wir oben da, auf dem Spitzel, auf dem höchsten Punkt von der Mine da. Unter uns Mazaron, da hinten ist das Meer. Was sagst du das? Auf jeden Fall sehr interessant da. Und ein bisschen Zeit muss man sich annehmen da, weil das ist ein riesengroßes Areal. So 2 Stunden. Kann man schon rechnen. Und da unten haben wir geparkt. Ziemlich spooky da, muss man sagen. Nichts abgesperrt, gar nichts. Kann wahrscheinlich überall reinfliegen. Ich gehe mal die Stiegen rein. Ich hoffe, die hebt noch. Ich hoffe, die ist ausgelegt für 150 Kilo. Ah, schaut noch gut aus. So, immer gut schauen, wo man hintritt. Das ist nicht so ohne da. Überall Abgründe. Gutes Schuhwerk ist zu empfehlen auf jeden Fall. So. Ah. Jetzt haben wir es geschafft wieder bis daher. 12 Sekunden später. So, jetzt haben wir den Rundgang beendet da in der Mine da von Mazaron. Kleine Ausnahmen eingelegt jetzt da, dass schon wieder um Mittag vorbei ist. Und jetzt werden wir den beenden da. Und dann schauen wir weiter. Wird es dir so gefallen, Renate? Gut, oder? Ja. Schon, gell? Ja, es ist auch weitergegangen, weil sie hat sich in Ruhe getraut, über die Stiegen. Hat sie wieder zurückgehen müssen. Das ist gar nicht so ohne da. Gut, Schuhwerk muss man auf jeden Fall anziehen. Es sind viele Löcher, wo es ruhig geht. Das ist nicht so ohne auf jeden Fall. Aber wir haben es jetzt geschafft und überlebt. Und jetzt geht es weiter. Wohin wissen wir noch nicht. Also dann, macht es gut. Einen wunderschönen guten Morgen aus Achaea sind wir jetzt gelandet. Gestern eigentlich schon. Jetzt waren wir ein paar Tage in Mazaron. Mazaron auf der Ziegenwiese. Dann sind wir weitergefahren Richtung Murcia. Auf so einem Stellplatz, da waren wir auch eine Nacht bei so einem Kaufhaus. Aber da habe ich nicht gefilmt, weil es war nicht gar so schön. Und jetzt sind wir weitergefahren zu den Achaea. Das ist gleich 20 Kilometer von Murcia. Und da ist es recht interessant da. Gibt es auch einen kostenfreien Stellplatz mit Fähr- und Entsorgung, neben so einem Fluss. Da kann man mit dem Radl im Fluss entlang fahren, in Rio Segura. Das ist ganz schön zum Fahren. Und da sind wir heute. Da machen wir Radeltour. Und so schaut es aus.
Dann geht es da durch die Zitronenhaine durch. Bisschen hügelig, aber nicht so schlimm. Und entlang den kleinen Flüssen, der Fluss da. Bei uns war es ein Bachel, aber da ist der Fluss. Aber wir sind schon mal froh, dass wir überhaupt fließendes Wasser gesehen haben. Ja. Das haben wir schon lange nicht mehr gesehen da in Spanien. Da ist normal immer alles ausgetrocknet. Jetzt sind wir da weitergefahren nach Ulea mit dem Fahrrad. Eine tolle Radtour neben dem Fluss entlang und neben viele Zitronenhaine und Orangen. Ist ziemlich fruchtbar da. Wahrscheinlich eh wegen dem Fluss da. Und so schaut es aus. Aber ist ganz lässig da zum Fahren. Es sind überall so kleine Autolen. Aussichtspunkte. Und da im Fluss entlang kann man auch immer mit dem Rad fahren. Jetzt sind wir zurück von unserer Radtour in Rio Segura entlang. Was war jetzt die Strecke, Renate? 25 Kilometer, ha? Ja, so ungefähr. Aber es ist echt ganz lässig zum Fahren, immer neben dem Fluss. Nicht anspruchsvoll. Und kann man echt super Radl fahren da. Und jetzt sind wir da wieder zurück am Stellplatz da. Das ist ein kostenfreier Stellplatz neben dem Fluss da. Und so schaut es da aus. Nichts Aufregendes, aber kostenfrei. 12 Sekunden später. Einen guten Morgen hier vom Playa Arena. Ist hinterm Stellplatz, fängt der Radweg an und da ist so ein kleiner Wasserfall, wo man im Sommer schwimmen kann. Da ist ganz nett hergerichtet da. Und so schaut es aus. Und heute machen wir die zweite Radtour in Rio Segura, aber die rechte Seite. Gestern sind wir flussaufwärts gefahren und heute fahren wir flussabwärts.
So, einen schönen guten Morgen von Archena, wo wir jetzt die letzten 2 Tage verbracht haben. Und jetzt geht's weiter. Für diese Woche ist aber schon wieder Schluss für das Video. Also, nicht vergessen, abonnieren, wenn euch das Video gefallen hat. Daumen nach oben. Und dann bis zur nächsten Woche wieder. Alles klar, gut und tschüss und ciao. Macht es gut.